Ich greife dich jetzt an mit meinem Ding und dann werde ich dich töten und dann... Das ist aber nicht verzaubert. Egal. Ich habe übertrieben. Pochilobby. So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Minecraft Hexed Friends. Und ich bin heute mal wieder zurück am Start, allerdings alleine, weil ich hier noch ein bisschen was vorhabe. Ich habe nämlich vor, mein Haus endlich mal weiter zu bauen. Und ja, wie ihr seht, ich bin heute mal ohne gestylte Haare am Start. Ja, also sieht schon kacke aus, ich weiß. Und wie gesagt, wir kümmern uns heute mal um den Hausbau. Und Enderman, verpiss dich. Wo bist du? Ah, was machst du da? Clever! Ah, schon. Aua! Puh. Gut. Ja, wir kümmern uns heute um den Hausbau noch ein bisschen, weil ich muss hier echt mal ein bisschen vorankommen, weil ich habe ja Großes vor, sehr Großes, und deswegen werde ich heute mal ein bisschen weiterbauen und dies, das, Ananas. Ja. Ohne Utini, ohne Alex, und ich weiß nicht, wie lange ich die Folge überhaupt machen werde, was ich so alles vorhabe. Und ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, erstmal so geplant gehabt, dass ich halt eben nur das Haus bauen werde. Weil das wäre schon ein bisschen unfair, wenn ich dann irgendwie, sag ich mal, farmen gehen würde, voll die geilen Items bekommen würde und die anderen, die haben dann nichts. Und deswegen ist das mal jetzt eine alleinige Folge. Aber ich denke mal, ich werde da bloß eine Folge drüber machen. Weil ich möchte wenigstens einen minimalen Fortschritt hier auf jeden Fall haben. Damit ich hier mal wenigstens ein bisschen noch vorankomme. Und ja, weißt du auch gar nicht, was ich jetzt so alles labern werde, weil ich habe ja keine Gesprächsthemen hier jetzt mitgenommen an Start und so. Weil normalerweise fallen uns ja immer irgendwelche spontanen Sachen an, mir und Alex zum Beispiel, ja. Wie zum Beispiel Trolling-Sachen oder sowas, aber naja, das lassen wir jetzt mal daneben gestellt. So, jetzt müssen wir, ich hasse das Kies immer aufs Übelste, Alter, weil Kies ist echt beschissen. Und ja, das letzte Mal war ich ja dann eine Folge alleine mit dem Alex unterwegs, wo ich ja dann eben auch keine Facecam mit am Start hatte. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt Minecraft Hexed Friends dauerhaft mit Facecam aufnehmen soll oder ob ich da jetzt lieber so Mischmasch machen soll oder überhaupt keine Facecam. Aber Facecam kam irgendwie ziemlich gut bei euch an und deswegen werde ich da wahrscheinlich eine Zeit lang auch die mal drinnen lassen. Und ja, ab und zu natürlich auch mal wieder bleiben lassen, sodass es ein bisschen Abwechslung gibt. Für mich auch vor allem, weil es ist ein bisschen schwierig, wenn ich dauernd mit Facecam aufnehme, weil ich muss ja natürlich auch das Ganze synchronisieren, damit es nicht verschoben zu sehen ist. Also wenn ich jetzt zum Beispiel laber, so ungefähr, wie ich es gerade eben mal gezeigt habe. Deswegen, ja, es ist ein bisschen schwierig, das zu machen. Aber ich hoffe, das kriege ich alles noch hin. Ich habe jetzt bloß nur ekligen Stuff dabei. Das ist eben die Scheiße, Alter. Ich habe hier noch ein paar Diamanten, dies, das, Alter. Läuft bei mir. Ich habe eigentlich voll gute Sachen hier gefarmt. So. Ich mache mir jetzt erstmal eine Schaufel, weil das kotzt mich gerade ein bisschen an, dass ich hier die ganze Zeit Kies habe und kein bisschen irgendwie das wegräumen kann. Das ist echt für den Arsch. So, da flackt ein bisschen Zeug, das nehme ich mir mit. Dann mache ich mir mal kurz Stickies. Eisen habe ich auch mit am Start, sehr schön. Da mache ich mir gleich zwei Stück. Ja, zwei Stück reichen. So, dann gehen wir da wieder hoch. Die Spitzhacke wird wahrscheinlich auch wieder bald den Geist aufgeben. Dann müssen wir uns auch wieder was einfallen lassen. Ich denke mal, dann werde ich mal eine Zeit lang nur mit Eisenspitzhacke arbeiten, weil es ist schon ein bisschen schade, die ganzen Diamanten dafür jetzt einfach aufzugeben. Und ja. So. Des Weiteren haben wir hier ein Nether-Portal, ne? Da könnte ich eigentlich Obsidian holen. Ich glaube, das machen wir alles noch in dieser Folge, meine lieben Freunde, weil ich habe nämlich vor, einen Zaubertisch zu machen, damit ich mir endlich mal meine Sachen verzaubern kann, weil ich habe 47, also ich bin Level 47, da muss mal langsam was herkommen, ja? Weil ich will ja nicht so ein Spaten sein, der die ganze Zeit mit irgendwelchen nicht verzauberten Dingen rumläuft. Weißt du, wie ich meine? Ich kann nicht einfach so sagen,
Ich greife das jetzt an mit meinem Ding und dann werde ich das töten und dann... Das ist aber nicht verzaubert. Hm, egal. Ich habe übertrieben. Okay. Und ja. So ungefähr, wie ich es gerade geschildert habe. Ich will mir noch einen Zaubertischle machen und damit es da keine Probleme gibt. Hoffentlich bald. Weil sonst kann es ja mal sein, dass ich mal irgendwie im Streit mit Utini lande, weil der hat ja ein verzaubertes Schwert, komischerweise. Und ja. Und ich glaube, das hat auch gar nicht so wirklich begriffen, als Utini, dass er auch alleine aufnehmen kann. Weil ich habe ja gesagt, also gut, Alex kann alleine nicht aufnehmen oder bauen, weil der nimmt er eh nicht auf. Also es ist quasi für ihn verboten. Aber Utini, der kann auch gerne mal alleine aufnehmen, weil das ist zwar ein Community-Projekt, aber wenn man unbedingt was bauen möchte oder halt in einer gewissen Zeit schaffen möchte, dann kann er gerne da mal alleine bauen, weißt du? Da habe ich kein Problem mit. Da muss ich mir auch nicht Bescheid geben, ob er das machen darf oder so. Das ist mir egal. So, vor allem das wird einfach riesig, dieses Haus, Alter, das ist der Wahnsinn. Also es wird eines meiner größten Bauprojekte, meine lieben Freunde, weil ich habe mir da schon so, wie gesagt, so eine Skizze. Ich kann aber die Skizze zeigen, ich habe sie zufälligerweise gerade da, ich weiß bloß nicht, ob ihr sie sehen könnt. Also das ist ja das Haus hier, ne, ihr seht's. Das ist draußen und das ist halt die Außenfassade, die habe ich schon mal bekommen und da unten gibt es dann so ein Bootsgang, wo ich mit dem Boot rausfahren kann. Das ist dann drinnen so ungefähr, hatte ich es eigentlich vor. Weiß bloß nicht, ob ich es so umsetzen kann, sondern drehen wir mal um. Da kommt dann die Küche, so sollte dann ungefähr die Küche mal ausschauen und ja, das ist leider so ein Zeug halt. Weiß nicht, ob ihr das wirklich sehen könnt, so vom bei der Facecam, weil ich habe ja bloß einen kleinen Rahmen. Und vielleicht zoome ich da rein. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich halten tue, dass ich da jetzt reinzoome, weil ich halte ja gerne mal Versprechen beim Rendern und dann vergesse ich das beim Rendern. Das kann natürlich auch sein. Mal gucken, ob ich das so einhalte. Und ja, ist auch ein bisschen ungewohnt für mich, so ohne Ding zu spielen, ohne Haare hoch, weil ich habe normalerweise immer so einen Haarstil nach oben. Und es ist heute Sonntag und da habe ich eigentlich nie Haare wirklich gestylt oder so, weil ich da eh bloß am Tag irgendwie, ich habe auch Jogginghose und so an, also das ist so ein Chilltag für mich eigentlich im Allgemeinen. Und da interessiert mich eigentlich mein Äußerliches ehrlich gesagt wenig. Und ja. Alter, ich hasse dieses Kies, diese Unmengen von Kies, Alter. Ich könnte hier echt ein Kieswerk aufmachen, Alter. So, wir könnten natürlich auch ein paar allgemeine Bauzwecke machen, also sprich so fürs allgemeine Wohl jetzt, zum Beispiel für Alex und für mich und Utini, kann ich ja natürlich auch so ein paar Sachen bauen, jetzt zum Beispiel eine Kirche oder so Gemeinschaftshäuser, sage ich mal, weil ich hatte eigentlich mal vor, so eine Hütte zu bauen, wo man halt Items ablegen kann, die kein Schwein mehr braucht, zum Beispiel jetzt ich, zum Beispiel Cobblestone. Und ich brauche ja keinen Cobblestone, ne. Diamanten, geil. Da kann ich mir doch noch so eine Spitzhacke eigentlich machen, aber jetzt ist sie kaputt. Und ja. Wo muss ich denn hier runter? Da. Ich denke mal, das Cobblestone werde ich jetzt hier erstmal ein bisschen ablegen. Das kann ich echt null gebrauchen. So. Na, die Kiste, die fühlt sich auch schon ziemlich stark. Also, irgendwann wird das auch irgendwann mal voll sein. Ich werde mal diese Knochenmehl werde ich mal ausnutzen und werde hier mal ein bisschen... Ah, der Creeper mal wieder, Alter. Ich dachte mir schon. Immer diese Creeper, die sind so schlimm. So, einmal... Oh, die gehen daneben. So. Ein Creeper-Face, Alter. Weißt du was? Ich gehe jetzt zu Utini rüber und schenke ihm noch dieses Gesicht, weil der hat ja einen Zombie-Kopf, hat einen Skelett-Kopf, glaube ich, auch. Bis Creeper-Kopf fehlt ihm, glaube ich, noch. Ich weiß gar nicht. Und den schenke ich ihn jetzt einfach mal. Gehen wir mal zu Utini hoch und schenken ihm diesen Kopf. Na, zack, mache ich hier hin. Jetzt habe ich bloß kein Schild da. Ich mache mir schnell eins. Kacke. Ich muss kurz einen Baum abhacken. Ich nehme einfach den daher. So, her damit. Zack. Schwubbidi-bub. Ach komm, dann setzen wir ihn gleich wieder. Aber ich glaube, Utini wäre da ein bisschen sauer, wenn ich ihm nicht seine Bäume wieder zurücksetze. So. Plums, zack. Ich habe ja, glaube ich, Stickies noch zu Hause, aber ich scheiße. Nee, habe ich nicht mehr, weil ich habe die ja für die zwei Schaufeln aufgebraucht. So, da schreibt man gleich mal hin. Für
dich, mein lieber Süßer. Hier kann man leider kein scharfes S machen. Hast du einen neuen... Scheiße, das muss ich ein, zwei, drei oben drüber setzen, weil sonst... Hast du einen neuen Kopf? So. Weil der sammelt ja gerne Köpfe anscheinend. Und das passt ja perfekt zu ihm rein. Ich meine, sein Skin, wenn du irgendwas aufsetzen willst bei seinem Skin, das schaut einfach genial aus, weil das einfach aus seinem schwarzen Ding rausragt. Ja, schwarz. Jo. So. Dann tun wir mal die Sachen hier wieder rein. Ich hätte sogar Bücher. Also Bücherregale. Ja, das ist nicht schlecht. Weiß bloß nicht, wo ich dann das Zauberding hinsetzen soll, weißt du? So. Jetzt haben wir hier natürlich wieder die Sachen. Ich mache mir jetzt einfach doch eine Eisenspitzhacke, weil das sollte vorerst mal reichen. Die hält halt nicht so lange durch wie eine normale Diamantspitzhacke, aber das ist mir jetzt herzlichst egal. So. Aber ich habe hier echt viel vor, Freunde. So viel. Ich könnte da gar nicht mitzählen, was ich alles vorhabe. Also allgemein das Haus, denke ich mal, wird schon sehr lange, sehr, sehr lange brauchen. Und ziemlich viel Zeit natürlich auch in Anspruch nehmen und Liebe auch, ja. Weil, das wird natürlich schwierig so, ne, weil ich habe ziemlich viel vor, ich habe Großes vor, große Räume, und große Räume brauchen natürlich Zeit zum Ausheben. Und deswegen wird das ein bisschen kritisch. Da haben wir nochmal Diamanten. Und das in meinem Haus, mohaha. Nix für Utini. So. Das dauert aber echt irgendwie länger. Ich bräuchte unbedingt mal TNT. Nee, ich kann mir da glaube ich keine machen. Muss ich mal schauen, ob ich irgendwo Gunpowder finde. Aber ich denke mal ja weniger. Vor allem das Lustige wird ja dann, wenn ich dann wirklich einen Zaubertisch habe, ne? Dann werden die sowas von am Arsch sein, Alex und Utini, weil ich dann nämlich ordentliche Verzauberung drauf hau. So, und dann kann ich mir übrigens auch einen Electric Staff endlich mal machen, weil da kann ich dann ein bisschen was draufhauen. So verzauberungsmäßig, dass die länger durchhalten und sowas. So Unbreaking und so ein Scheiß. Mal gucken, mal gucken. So. Ich wollte mit diesen Knochen hier unten, wollte ich eigentlich auch was machen, ne? Egal. Vor allem, ich bräuchte nur unbedingt neue Musik, Alter. Weil, ich tue ja die Musik von No Copyright Sounds meistens vorwiegend nehmen und halt von Volume Music und, J American Beats und so ein Scheiß, aber irgendwie finde ich da auch nicht immer das, was ich suche. Weil ich suche ja eher so... Ah, der hebt nicht mehr auf. Ich suche ja eher so, hausmäßige Sachen und die finde ich halt meistens immer bloß bei No Copyright Sounds und der hat halt auch nicht immer das, was ich halt brauche, weil der hat halt immer, der lädt momentan eigentlich meistens immer nur so Dubstep-Kacke hoch und Dubstep brauche ich eigentlich momentan gar nicht, weil Dubstep gut, ist halt auch eine Musikrichtung, die ich ab und zu gerne mal höre, aber halt auch manchmal echt meide, weil so wirklich kann ich die auch nicht gebrauchen. So, jetzt tue ich mal ein bisschen was ablegen. Wieder Cobblestone. Jetzt hier habe ich ja Water Staff, Alter. Da hat sich der Alex ausgetobt mit dem Water Staff. Ich weiß gar nicht, was er denn den so findet. Was ist so besonders an ihm? Der Water Staff. Golden Ohr. So. Gut. Machen wir mal weiter. Ich weiß bloß nicht, wie weit ich da in die Länge gehen soll, weißt du, weil in der Skizze habe ich das nicht wirklich eingezeichnet. Muss ich mal schauen. Da muss ich gucken. Jetzt habe ich auch gar nicht nachgeschaut, ob ich irgendwie noch ein bisschen Gunpowder habe, damit ich mit TNT machen kann, aber ist ein bisschen schwierig. Nebenbei gucke ich immer ein bisschen Facebook, was da so abgeht. Da geht gar nichts ab. Da sehe ich immer nur Leute, die irgend so Müll schreiben wie ich bin gerade auf dem Klo oder sowas. Kennt ihr die Leute eigentlich auch, die da immer irgendwie schreiben, bin gerade auf dem Klo oder bin gerade am Party machen mit dem Spast und dem Punk, Alter. Mich interessiert das überhaupt nicht, Alter. Ganz ehrlich, Alter.
Weißt du, seit es irgendwie Facebook gibt, ist die Privatsphäre ein Scheißdreck wert, weil das sowieso alles gepostet wird. Wahrscheinlich wird irgendwann mal gepostet, ja, ich vögel gerade mit dem und dem oder der und der. Wäre bestimmt so. So, ich will diesen Diamanten haben. Gib ihn mir. So. Hier könnte ich dann eigentlich wieder, ja, Sachen ziehen. Also ich brauche echt Gunpowder, Freunde, weil sonst dauert das hier todeslange. Gibt's hier vielleicht irgendwie Creeper irgendwo in der Höhle? Das ist ja von Alex hier. Stimmt, hier unten kann ich dann irgendwie mal was bauen, also so ein Schacht für einen Alex oder so, falls er mal Bock hat, mich so zu besuchen oder sowas. Aber ich sehe echt nichts. Das ist scheiße. Und blöd. Und hier ist ein bisschen Hohlraum. Da muss ich aufpassen, dass hier keine Creeper oder sowas spawnen. Ja. Ich werde jetzt erstmal ein paar Bäume abhacken gehen. Na, lass mich raus. Weißt du was, ich mache hier mal eben alles auf. Bis durchlüften. Muss ja auch mal sein, ne? So, was denn das hier für ein Scheiß bauen? So. Vor allem die Axt ist richtig geil, ne? Ich habe bei Alex meine alte Axt gegeben und die hier ist richtig geil. Die tut schnell Bäume abhacken und macht das, was der Party will. Und so muss das sein. Vor allem Glas brauche ich, glaube auch noch. Äpfel. So, ich nehme mal hier eben mal kurz die Setzlinge, setz die mal wieder. So. Alter, wie viele Setzlinge einfach sind. Ich darf hier bloß nicht zu viel setzen, weil sonst spawnen hier mal irgendwelche Viecher. Weil die spawnen ja gerne mal da, wo es dunkel ist. Und wenn hier eben ziemlich viele Bäume unterwegs sind, dann wird das kritisch. Green Backpack. Habe ich da irgendwas drin? Nee, ne? Da hau ich einfach Essen rein, Alter. Das ist einfach mein Essensrucksack. Na. Siehste. Ene, mene, miste. Ich finger nicht, ich fiste. Nein, Spaß. Natürlich. Jetzt habt ihr wieder ein falsches Bild von mir. Wie viel sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5. Das heißt dann 1, 2, 3, 4, 5. Dass hier dann so ein Ding hinkommt, ne? So ein Block. Ein Stamm. Ich hasse es immer, wenn er die scheiß Blöcke da nicht zählen tut. Oder halt hinmachen tut. So. Die Eisenspitzhacke ist sowieso auch bald wieder down, Alter. Mann. Ich brauche unbedingt Gunpowder, aber ich krieg halt keins. Das ist das Problem. Ich weiß nicht, wohin mit dem Zeug. Oder besser gesagt, woher das Zeug, nicht wohin. Wohin wäre ja schön, wenn ich das wüsste. Bisschen Kohle aber auch mal mitnehmen, weil ich brauche das sowieso. Aber ich muss ja hier noch ein bisschen Glas setzen, bevor ich es vergesse. So, jetzt ist die Spitzhacke am Arsch. Wir haben schon 17 Minuten ungefähr aufgenommen. Na gut, eigentlich 18, weil ich muss ja Intro auch noch mitdenken, dass ich das da reingeschnitten habe mit dem Pre-Intro und so. Ich gehe mal kurz dahinter. Scheiße, ich habe nichts mehr. Goldenohr habe ich auf jeden Fall noch und ich glaube draußen habe ich auch noch Goldenohr. Ja. Dann tue ich nämlich schon mal die Sachen schmelzen. Ich muss unbedingt mal die Sachen schmelzen. Ah, machen wir mal das. Dann gehe ich gleich mal auf die Suche nach ein bisschen Sand. Ich glaube, dann renne ich mal die Richtung rüber. Das wird jetzt so eine kleine Mini-Reise und das bei Nacht, meine lieben Freunde. Also das heißt, dass es lustig wird. Hahaha. ja. Ich habe nur noch einen Pfeil, das wiederum auch heißen könnte, dass ich bei einem Fernkampf verlieren werde. Wer ist denn hier gestorben? Utini was slain bei der Spider, Alter. Immer dieser Utini. Der Faggot. So. Hier war unser Battle Tower. Mensch, Erinnerung. Und ja. Da ist er auch gestorben. Ich weiß, Alter. Da ist das Skelett runtergefallen. Er will einfach runterspringen oder so. Und wird dann aber noch erschossen von diesem, von dem Skelett. So, jetzt habe ich wieder 5 Pfeile. Das sollte schon mal für 2 Gegner reichen. Weil der Bogen ist ja relativ gut. Und so. Hier haben wir eine Ruine. Einfach mal so ein bisschen gucken. Rechts von uns, da ist auf jeden Fall ein bisschen Schneelandschaft, was wiederum darauf hindeuten könnte, meine lieben Freunde, dass wir da ein bisschen Hexical Diamonds oder Hexical Essenzen finden. Und Hexical Essenzen sind eben dafür da,
um natürlich auch geile Rüstungen zu machen, wovon ich mal in Rising erzählt habe. Gut, ich denke mal, die meisten von euch kennen ja sowieso schon Hexit, also den Spielmod Hexit. Ist ja nichts Neues mehr mittlerweile. So eine Blume, meine lieben Freunde. Und die ist sehr, sehr wichtig, weil man daraus dann nämlich feine Rüstungen machen kann. Und wenn man feine Rüstungen hat, dann hat man nicht mehr so oft die Angst, dass man irgendwie sterben könnte. So. Ist auf jeden Fall eine schöne Sandecke hier. Und da drüben sehe ich gerade auf der Minimap, da ist ein Piratenhäuschen. Piratenhäuschen, ein Piratenschiff. So sollte ich eher sagen. Und da kann man dann auch mal vorbeispazieren, wenn ihr wollt. In der nächsten Folge vielleicht mal mit Otini und so. Und mit Alex oder nur mit Alex, je nachdem. Keine Ahnung, wie man das regeln oder wer Zeit hat, je nachdem. Und ja, was denn das, Alter? Ein Lizard, ne? So heißen die doch, die Viecher. Lizardmann! So, wie viel haben wir davon jetzt? 55? Ich warne dich, Spinne. Ich mein's ernst. Du kriegst das voll in die Fresse. Ich hab dich gewarnt. So, Pech gehabt. So, 58, 59, 60 und dann noch 4 Stück. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen genug. Aber ich nehme auch noch ein bisschen was mit für Vorrat. Weil Vorrat ist immer besser. Und dann kann ich gleich mal diese, Schaufel ein bisschen aufbrauchen. Weil es ist auch immer wieder gut, wenn man die Schaufel ein bisschen aufbrauchen tut. Wo ist denn der? Da oben. Spasti. So, 32, ja, sollte reichen. Ich guck mich hier auf jeden Fall noch ein bisschen um. Da ist auf jeden Fall... Okay. Sieht komisch aus. Da könnte ich auf jeden Fall hier schon mal gleich an Deck hin. Da muss ich nicht unten irgendwie mich durchschlagen. Okay. Und sonst auf der Minikarte sehe ich jetzt hier nichts Sonderliches. Außer vielleicht rechts. Da ist ja die Schneewelt. Da gehe ich jetzt mal eben auch hin. So. Auf den Lizard muss ich aufpassen, weil der schießt Giftpfeile. Und der ist ziemlich schnell unterwegs, der Pisser. Scheiße, Alter. Der ist echt miese. Wow! Alter. Junge, hat der mich jetzt erschrocken. So, hier mal ein paar Gürteltiere. Die sind aber lieb. So. Hier ist Lava irgendwo. Und hier haben wir einen bösen Creeper. Und oben drüber ist auf jeden Fall... ja. Oh, das ist ein Overpowerter. Oh, jetzt leckt's ein bisschen. Oh je, oh je. Oh mein Gott, es leckt, meine lieben Freunde. Wow, scheiße. Hab ich mich jetzt erschrocken. Was habe ich bekommen? Flieg runter, Arschloch. Alter, wie viele Zombies einfach kommen. Weil hier spawnen die auch gerne mal, weil es ja extra dunkel ist. Was habe ich jetzt bekommen? Einen Bogen brauche ich nicht. Aber hey, ich habe eine Diamantspitzhacke bekommen. Ja, danke schön. Und hier ist ein Friedhof, meine lieben Freunde. Da können wir dann auf jeden Fall unsere Friedhof-Dinger mitnehmen. Unsere Steine. Und jetzt muss ich gleich mal gucken, ob wir hier irgendwo Hexical Diamonds sehen. Oder Essenzen. Diamonds müssen wir uns ja machen daraus. Ich sehe aber gerade keine. Das ist ein bisschen scheiße. Ich habe auf jeden Fall ein paar solche Wärter, oder wie man sie nennt. Also die passen auf diese Städte auf. Ich weiß gerade gar nicht, was der geworfen hat auf mich. Irgend so ein Trank. Auf jeden Fall hat irgendjemand, denke ich mal, ein Level abbekommen, oder? Weil ich habe gerade irgendwas gehört. So, da hat Sonnenblumendinger dabei. Scheiße, ich habe gerade Hunger bekommen. Dann nehmen wir mal den Essensrucksack raus. So. Und essen uns mal voll. Habe ich gerade voll die Orientierung drüber verloren. Oh, guck mal, ein Pinguin. Aber die greife ich diesmal nicht mehr an. Ich weiß ja. Ich weiß noch, es wäre es damals gewesen, Alter. Papa Pinguin, Papa Pinguin, Papa Pingu, Pingu, Pinguin. Papa Pinguin hat Sehnsucht nach der Ferne. One hit, geil. Ach, das sind diese Meteor-Dinger, ne? Die sind böse. Die mag ich nicht. So. Ich guck mich hier noch ein bisschen um, meine lieben Freunde. Da haben wir schon wieder so ein Grab. Und da haben wir Knut. Und da kommt gerade eine Sternschnuppe runter. Die will ich aber haben diesmal. Die will ich haben, die will ich haben, die will ich haben. Oh, nochmal.
Scheiße, Mann. Wie geht das? Hey. Ach so, ich hab mein Ding voll. Aber ich sehe auch keinen Hexekill. Doch, da hinten ist noch eine. Und da auch. Die nehme ich mir jetzt einfach ein bisschen mit. Und da haben wir auf jeden Fall ein Türmchen. Die sind miese, die Türme. Das kann ich euch gleich sagen. Also diese Türmchen da sind miese. So, deswegen halte ich mich da nicht wirklich so auf. Hol mir jetzt hier nur noch diese Hexical Essenz. Und verschwinde dann auch gleich wieder, weil ich will jetzt hier nicht wirklich viel... Ah, leckt's wieder, wa? Ja, es leckt wieder. Jetzt. So. Das ist immer noch das Problem von Hexit, dass hier immer noch ziemlich viel am Lecken ist und so. Wenn man keinen anständigen Server hat, wo halt ziemlich viel Gigabyte zur Verfügung gestellt wird, damit das einigermaßen ruhig generieren kann. Aber soweit bin ich ja ganz zufrieden mit dem Server. Ich habe auch Zugriff auf den, dass ich zum Beispiel Leute jetzt einfach nebenbei bannen könnte. Nein, Spaß. Mach ich ja nicht. Mit dem Dutch, Alter. Seerosen. Da kann ich ein paar mitnehmen. Aber ich habe schon ein volles Ding Inventar, deswegen brauche ich das nicht. Ich gehe jetzt erstmal wieder zurück, meine lieben Freunde. Ich habe jetzt völlig das alles vergessen. Was wir hier eigentlich noch machen wollten, ne? Wie gesagt, wir haben jetzt noch so circa 10 Minuten, um das Haus ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Ach, da ist ein Meteorit eingeschlagen, okay. Und ja. Pam. Oh, der ging ordentlich daneben, Alter. Du Lackerviech, Alter. Du dreckiges Lackerviech, ey. Hat das einfach voll Glück gehabt, das Viech, ey. Na, na, na. Maschkipp. Und was ist denn das für ein Viech daneben, Mann? Ist das ein Bär oder ein normaler Braunbär? Ja, das ist ein Black Bear. Black Bear, der Pirat. Ja, geil, Alter. Die Bäume sehen ja super aus. Oh, hier ist viel los. Huch. Rennen. Woo. Das war mal ein Weitschuss, du. Props an dich. So, jetzt rennen wir ja schon weiter zurück. Pulsation, bla bla bla. Was kann ich mit dem Scheiß eigentlich machen? Ich glaube, jetzt komme ich hier wieder, genau. Jetzt komme ich wieder raus, wo die Ding ist. Das sieht einfach geil aus, das Haus. Ich finde, das Haus sieht schon geil aus, so von außen. Das wird auch richtig genial, das Haus, Freunde. Freut euch auf jeden Fall drauf. Ich weiß auch noch gar nicht, ob ich dann die Map vielleicht so frei Download bereit gebe. Aber ich denke mal nicht. Weil die Nachfrage ist sowieso für den Arsch. Also, ob jemand die haben möchte. Weil meine Abonnenten sind ja relativ inaktiv. Es gibt zwar ein paar einzelne Leute, die ich echt mag und so. Weil die mich ja eben auch jetzt angucken und so. Die sind auch relativ echt gut aktiv und so. Und das finde ich echt geil. Aber von 1000 Abonnenten, wo nur 4 oder so zuschauen, ist schon ein bisschen schade. Hey, da haben wir auch Diamanten. Mal gucken, ob ich da eines Tages auch mal vorbeischaue. So. Jetzt gehen wir hier erstmal wieder rein, oder? Ne, ich habe ja volle Kacke hier am Schlüssel. So, hier kommen die Hexen. Jetzt kann ich mir auf jeden Fall einen Diamant so machen. Da kommt das neu. Okay, den Star Piece, den kann ich hier rein. So. Der ist immer noch am... Ah, bin ich gerade rechtzeitig nach Hause gekommen, dass er das machen kann. So, was das ist, weiß ich selber noch nicht, aber egal. Gut, wir bauen jetzt hier erstmal weiter, ne? Ich habe hier die neue Spitzhacke. Und die geht auch flotti. Flotti Karotti, Lotti Karotti. Nee, wie hieß das? Lotti Karotti hieß das, ne? War auch ein lustiges Spiel, das habe ich auch gehabt als kleines Büblein. Das war schon cool, so, solche Spiele. Was hatte ich sonst noch so? Also SOS Affenalarm oder wie das hieß, das hatte ich leider nicht. Habe ich mir, glaube ich, damals mal gewünscht gehabt. War auch auf jeden Fall eine coole Sache. Es gab allgemein, damals gab es halt normale Spiele und heutzutage wünschen sich halt die Kinder nur noch so PC-Spiele oder so ein Scheiß. Weißt du, es ist schon so eine Sache, wo ich mir denke, die Gesellschaft von heute ist kacke. So, jetzt mache ich hier die Balken hin. So, hier müsste ich ja normale Sachen auch noch haben, genau. Dann kann ich das hier auslegen. Weil hier oben kann man dann lang gehen, wisst ihr, wie ich meine. Also da gibt es dann so einen kleinen Flur, wo man dann ein bisschen rumstisseln kann. Pam, pam, pam. Wie hoch muss das sein? Das muss genau hier hin, okay. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Beleuchtung hier, damit hier keine Creeper oder so kommen.
Ja, die kommen ja auch gerne mal zu Besuch hier. So, wie viel haben wir? 920, 940. Gut, ich bin jetzt nicht wirklich vorangekommen, habe aber einiges so bekommen, was halt Hexical Essenzen und so angeht. Hauptsache, ich bringe jetzt hier diesen kleinen Block hier noch fertig. Das wäre schon mal schön. So. Tschuck. Vor allem, ich habe hier auch ziemlich viel vor, Sachen zu bauen, wie jetzt zum Beispiel ein Bad oder sowas. Das kann ich ja machen, weil es auch hier ziemlich oft andere Items halt vertreten sind. Mir zum Beispiel Lapis Lazuli. Lapis Lazuli oder Lapis Lazuli, Lapis Lazuli, keine Ahnung, wie die Leute das immer nennen. Das, da gibt es auch unterschiedliche Benennungen für. Das ist hier ein Hexe, dem auch ziemlich oft vertreten. Und da kann ich dann bestimmt auch, sag ich mal, ein bisschen mehr Sachen bauen. Und ja, vielleicht mache ich auch sogar irgendwann mal einen Livestream, wo ich ein bisschen Hexed Friends halt auch nebenbei spiele und dann einfach, weil ich nehme das ja nebenbei nicht auf, sondern ich werde dann wahrscheinlich halt nebenbei irgendwie so eine Zusammenfassung oder sowas machen, was ich alles gemacht habe. Das könnte ich vielleicht machen. Und ja, das wäre dann so eine Sache, das könnte ich natürlich machen. Vor allem, ich habe vor, oben, ne, da wo die Diamanten ungefähr waren, da habe ich vor, so eine kleine Anfliegstelle zu machen für meinen Electric Staff. Das wäre auf jeden Fall auch eine geile Sache. Ja, war eigentlich echt eine geile Sache, so. So wie so ein Vogel-Ding, weißt du, wo halt für Vögel so kleine Häuschen gibt, so Futterhäusle, gibt es halt für mich so eine Electric Staff Andockstelle. Das wäre es schon. Das wäre es auf alle Fälle. So, jetzt habe ich es dann bald geschafft. Jetzt haben wir schon 31 Minuten ungefähr aufgenommen oder fast 32 sogar. Und es haben sich ja meine Abonnenten auch gewünscht, dass ich ein bisschen längere Videos mache, was ich eigentlich gar nicht so wirklich verständlich finde, weil ich finde ehrlich gesagt kurze Videos besser, so in 15 Minuten Länge, weil ich kenne es zum Beispiel von mir selber. Ich muss zum Beispiel um 14 Uhr arbeiten. Das hatte ich zum Beispiel das letzte Mal erst, dass ich erst um 14 Uhr in die Arbeit musste. Was echt geil ist, also du kannst bis 1 Uhr ausschlafen und so, aber darauf wollen wir jetzt gar nicht so wirklich eingehen. Und dann wollte ich mir halt so ein. Ich gucke momentan ehrlich gesagt wieder Gronkh, und zwar gucke ich mir momentan das South Park Let's Play von dem, von der Stab der Wahrheit. Das ist echt ein geiles Spiel, Alter. Ich wollte es mir zwar kaufen, aber habe momentan leider keine Zeit und weder Geld dafür. Also ich habe schon Geld, aber ich spare halt alles ein und deswegen will ich das auch nicht wirklich ausgeben. Und ja, da gucke ich es halt immer bei ihm und er macht halt auch immer so Videos, die 27 Minuten lang sind, 25 Minuten. Und ich setze mir halt immer so, sage ich mal, so ein kleines Ziel, wann ich halt immer aufstehe und zur Arbeit gehe. Weil ich habe es nicht weit zu meiner Arbeit. Da bin ich in 3 Minuten drüben mit Fahrrad. Und da sage ich mir halt dann selber auch immer, hey, du gehst jetzt um 16.26 Uhr, stehst du auf und du guckst dir gerade ein Gronkh-Video an. Und das geht aber 27 Minuten, das heißt, dass du schaltest es quasi um 16 Uhr schaltest du es ein und das Video geht 27 Minuten und du bist aber um 26 losgehen. Klar, die eine Minute ist jetzt drauf geschissen, aber nehmen wir mal an, das Video ist 37 Minuten lang, dann hast du natürlich verkackt, weil du kannst das Video dann nicht fertig schauen, obwohl du es gerne möchtest mit einem 15 Minuten Video, dann wärst du natürlich ein bisschen besser vertreten, weil du da natürlich nicht so lange brauchst für, ja. Deswegen würde ich allgemein eigentlich dazu raten, kürzere Videos zu machen. Das war ja damals bei YouTube, war es ja damals so, da konntest du nur 15 Minuten Videos machen. Und heutzutage ist es so krass ausgiebig, dass du über 12 Stunden oder 10 Stunden Videos machen kannst, ja. Das ist krass, Alter. Aber ein 10 Stunden Video, Alter, da gebe ich mir gleich einen Kopfschuss. Weil das mache ich doch nicht, ey. Ich bin doch nicht behindert, sage mal hier. So, jetzt haben wir hier das hier auch ein bisschen wieder fertig. Und ich denke mal, jetzt dann werde ich dann so nach rechts abbiegen, weil ich da ja meine Küche haben will. Und dann, wenn ich rechts abbiege, dann... Wie viel haben wir noch? Wir haben noch 6 Minuten ungefähr. Das geht eigentlich. Das geht schon! Das geht schon, Sabrina! Jetzt gehe ich hier nochmal raus, Alter. Ich muss mir echt hier mal einen Mülleimer oder sowas bauen, weil... Ihr seht schon, ich habe nicht mehr viel Platz. Ich könnte aus den Cobblestone eigentlich, was sich da sich ansammelt, könnte ich eigentlich Ding machen.
das Haus eben für die Too Many. Genau, ich nenne das Haus Too Many Items Haus, Alter. Dann hat's, dann heißt es wieder Mod. Es gibt ja den Mod Too Many Items. Und dann kann ich daraus nämlich, sag ich mal, das so benennen. Das ist eigentlich auch ganz lustig. So, ich tue jetzt hier mal das ganze Zeug setzen, das brauche ich ja nicht mehr. Haben wir ein bisschen Wiesenlandschaft. So, und ich glaube, das müsste jetzt auch wieder richtig stimmen, ne? Ich denke mal schon. So, jetzt gehen wir hier mal wieder rein. So, von der Skizze her passt jetzt eigentlich alles auch. Weil ich bin eigentlich kein wirklicher Typi, der skizzieren kann. Ich hatte zwar damals, zu meiner Schulzeit noch, hatte ich zwar noch Technikunterricht. Und da mussten wir halt auch immer so Skizzen machen für unser Werkstück. Aber das habe ich auch nicht wirklich gemacht oder halt ordentlich gemacht, so sollte ich eher sagen, weil ich habe lieber drauf losgebaut. Was machst denn du hier unten, Kerle? Siehst aus wie Utini. Das war keine Beleidigung. So. Einfach mal so umgebracht. Einfach so. Hashtag einfach so. Jetzt juckt mir meine Nase schon wieder. Oh Mann. So, dann mache ich mir auch nochmal zwei solche Scheibenstückle, also 32 Stück. Und dann gehe ich mal dahin, zack, gehe da rauf. Das müsste eigentlich so reichen ungefähr. Ups. Dann habe ich wenigstens schon mal die Scheiben drin, da kann kein kalter Windzug hier mehr rein, Alter. Gott sei Dank. Kein Winter hier mehr. Das geht aber einfach extrem weit hoch hier, ne? Egal, ich mach's jetzt einfach. Pum. Ja, komm schon. So. Zack, 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 zack. Jetzt hat das wieder nicht gemacht, ne? Jetzt, manchmal spinnt Hexet ein bisschen, was sowas angeht. So. Und dann hier nochmal. Zack, zack. Jetzt muss ich ja da rüber gehen. Wunderbar. So. Oh! Ich Idiot. Egal, ich lebe noch. So, und das ist jetzt auch hier fertig. Hier sind die Fenster jetzt endlich alle drin. Dann kann man das eigentlich schließen. Wunderbar. Hahaha. So. Und jetzt wollte ich ja. Na, Krippa, alles klar bei dir. Hm. Ja, komm mal her, Alter. Komm mal her. Ich könnte dich eigentlich ausnutzen. Du könntest eigentlich hier explodieren, weil hier brauche ich dich. So, danke schön. Danke, danke. Ja, gut, das ist jetzt nicht so wirklich der Burner, was du hier gerissen hast, aber. Creeper halt, ne? Ich glaube, ich mache das genau. Ich setze jetzt mir einfach hier so ein Ziel. Das hier kommt weg. Hier kommt dann, Ah, schon wieder einer. Clever. Mörnersturmjäger genannt. Bumm. So. Der hat hier wieder was gerissen. Mehr als der andere vorhin. So. Und hier kann ich dann nochmal die Fackel setzen. Und hier kommt dann, wie gesagt, die Küche hin. Wie groß? Puh, weiß ich noch nicht. Vielleicht auch 5 oder 1, 2, 3, 4, 5. Und dann hier wieder das da. Na, falsch. Das da. So. So, dann kann ich hier eigentlich alles, sage ich mal, so ein bisschen ausbauen, damit hier keine Viecher spawnen. Na gut, die werden hier eh spawnen, scheiß drauf. Dann lasse ich das lieber. Gut, dann kann ich hier das setzen, zack. So, die dürfen jetzt hier nicht mehr hochkommen, obwohl die könnten trotzdem noch drüber steigen. Sie besteigen dich. Ich besteige dich. So, wir haben mal 38 Minuten, wunderbar. Dann kann man gleich die Folge so ein bisschen beenden, aber nur ein bisschen. Na gut, dann haben wir heute eigentlich doch ein bisschen was geschafft, meine lieben Freunde. Das nächste Mal wird dann wieder weitergehen mit dem Alex und Mutini, denke ich mal, wenn alles klappt. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Freunde. Habe ich jetzt leider doch nicht mehr geschafft, die Obsidian-Dinger zu holen und so, aber das lassen wir mal stehen, Alter. Das brauche ich jetzt nicht. Das hole ich mir dann beim nächsten Mal. Gut, also haut rein, ciao.